vertrieben. Und dieses blaue Gletscher, es ist die ganze Realität der Erde. Symbolisch diese blaue Farbe, die Realität der Erde, die sind nicht mehr in Farbe. Ein bisschen, ja. Voilà. Und es gibt noch zwei andere Fenster von Chagall. Ah, oh, ja, ja. Fenster sind von 1958. Ja, wir sind auch von Chagall. Ja. Also, unsere Patriarchen. Also, man sieht hier links, die erste Fenster, sieht man Abraham, er sollte seinen Sohn öfter. Auf, ja, ja. Und dann sieht dieser, aber es kommt ein Engel oben, ein großes Engel, und er sagt: Mach das nicht, ich gebe dir ein Lamm für meinen Sohn. So, auf Film, man sieht den Lamm oben, ein anderes Fenster. Ja. Ja. Dann zweite Fenster: Jakob kam gegen vierte Fenster ist Moses vor dem brennenden Dornbusch. Und ganz oben, man sieht einen Regenbogen, ist Noah und das Arche Noah. Aha. Und es auch Leute und Tiere. Und hier, ja, rechts. Und zweite Fenster ist König David. Er spielt Arche. Und man sieht den Also 45 Minuten, eventuell 5 Minuten Länge. Ja. Gut, dann ist also jetzt kein Problem. Danke. Ja, aber vorher, es gab ein Kloster für die Kathedrale, ein Kloster und mehrere Kirchen.
Und sie haben das alles zerstört, um diesen großen Platz zu machen. Es gibt jetzt das Rathaus gegenüber der Kathedrale und hinter uns Office de Tourisme. Ja, wir können dann starten. Die Leute wollten keinen Bischof mehr hier und es ist den Marché couvert, die bedeckte Markthalle geworden. Also ich möchte jetzt ein bisschen die Geschichte von Metz erzählen. Metz hat eine sehr lange Geschichte. Schon vor 3000 Jahren, es waren Leute, die Kelten. Und der Volk hieß die Mediomatriken. Metz damals hieß Divodorum Mediomatricorum. Divodorum ist das Haus Gottes oder die Festung der Götter der Mediomatrikern. Und Mediomatrikern ist also das Volk zwischen, in der Mitte zwischen Trier und Toul. Ja.